Professor Joseph Gennaro von der New Yorker Universität hat Beweise, dass einer an der Küste von Florida auftauchte. Der ortsansässige Arzt D. Whit Webb nahm sich des Kadavers in St. Augustin an. Er und seine Helfer mussten 4 Pferde und 3 Geschirre nehmen, um den Körper, der 6 Tonnen schwer war, vom Strand zu ziehen. Ein übrig gebliebener Fühler war wirklich erschreckend. Er war 12 Meter lang. Perhaps an effective example. Ein entsprechendes Beispiel, das in etwa für die Größe des von Webb gefundenen Kraken repräsentativ sein könnte, wäre folgendes. Man stelle sich einen ganz gewöhnlichen Kraken in dieser Haltung vor. Würde er sich buchstäblich von den Zehenspitzen bis zu den Fingerspitzen immer weiter ausdehnen, so reichte er von hier bis zu dem roten Wagen dort oben am Strand. Ein Teil des Materials landete schließlich im Smithsonian Institute in Washington, D.C. Und was von dem Kraken übrig geblieben ist, ist dies Stück Gewebe. Seiner Struktur nach ist es sehnig und faserartig, ungefähr wie Rind oder Suppenfleisch. Als ich dieses Gewebe untersuchte, fand ich, dass es unter dem polarisierenden Mikroskop dem Gewebe der bekannten Tintenfische ähnelte. Darum glaube ich, dass das, was Dr. Webb fand, tatsächlich ein riesiges Musterexemplar eines Kraken war. Ja, immerhin, liebe Zuschauer, gibt es von den gruselerregenden Kraken mittlerweile, außer glaubwürdigen Augenzeugenberichten, auch Fotos und, wie wir gesehen haben, Proben von Gewebeteilen. Von den geheimnisvollsten und interessantesten aller Seeungeheuer jedoch, den Riesenschlangen, existieren keine vergleichbaren Überreste. Von ihnen ist den Menschen bis jetzt weder Haut noch Haar in die Hände gefallen. Dabei werden Seeschlangen von Tausenden, darunter vielen erfahrenen Seeleuten, geschulten Ozeanographen und Naturwissenschaftlern, beobachtet. Doch obwohl mitunter Hunderte von Menschen gleichzeitig eine solche riesige Seeschlange sichteten, gibt es weder brauchbare Fotos, noch existiert eine wesentliche Lücke in der biologischen Ordnung dieser Meereswesen, die diesem Seeungeheuer Glaubwürdigkeit verleihen könnte. Andererseits aber liegen so viele detaillierte, nüchterne und übereinstimmende Augenzeugenberichte vor, dass die Möglichkeit von einer, wenn nicht sogar 3 oder 4 in unseren Meeren lebenden Art nicht von der Hand zu weisen ist. Seit ältesten Zeiten gibt es Beschreibungen buckliger, oft mit einer Mähne und riesigen Augen ausgestatteter Seeungeheuer, die den Kopf meterweit aus dem Wasser reckten. Viele Wissenschaftler handeln auch nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, und ordneten zum Beispiel diesen 1976 gefangenen riesigen Haifisch als mögliches Vorbild für eine Seeschlange ein. Er wog immerhin 1 Tonne. Für die Amerikaner ist die Seeschlange längst ein alter Hut. Von 1817 an hat sich beispielsweise ein solch gigantisches Exemplar ein Jahrzehnt lang, Sommer für Sommer, vor ihrer Ostküste blicken lassen. Riesenkraken und Seeschlangen sind also nicht nur eine Erfindung von Jules Verne für sein Buch 2000 Meilen unter dem Meer. Ein Meeresungeheuer bedroht das norwegische Schiff Daedalus. Die Mannschaft der Stadt Baltimore sah den Kopf einer Schlange im Golf von Aden und der Bugmast der British Banner wurde 1860 von einer Riesenschlange verschlungen. Der einzige systematische Versuch, die Berichte von Meeresungeheuern zu untersuchen, wurde von den kanadischen Wissenschaftlern John Siebert und Paul Lapland gemacht. Sie haben sich auf die Küstengewässer von Vancouver konzentriert. Mindestens 25 Beobachter berichteten von Arten, die der Meeresbiologie bisher nicht bekannt waren. Seashell liegt eine halbe Flugstunde von Vancouver entfernt. Ein ortsansässiger Junge, John Andrews, hatte an einem Pier gefischt und machte eine sonderbare Beobachtung. Good
Können Sie uns erzählen, wie sie aussah? Ich vermute, dass sie wie ein langes, schlangenähnliches Ding mit Flossen aussah. Und beim ersten Hinsehen sah ich ihren Kopf, der 50 cm lang war und 20 bis 22 cm breit. Sie hatte große, katzenartige Augen, die reflektierten wie die einer Katze und bewegten sich auch in entgegengesetzte Richtungen. Das eine starrte mich an und das andere starrte auf den Boden. Und später bemerkte ich etwas, was so dick wie mein Oberschenkel war, ungefähr 35 cm im Umfang. Der Körper des Tieres? Ja, der Körper selbst. Und unter mir schwamm etwas, was ungefähr 12 bis 14 Meter lang war. Hat es Flossen? Ja, es hatte zwei vorne und zwei hinten. Und es bewegte sich wellenförmig nach oben und nach unten. Und es schwamm direkt unter mir. Es ist schwierig zu sagen, was John gesehen hat. Ganz bestimmt war es kein uns bekanntes Säugetier und auch kein bekannter Fisch. Der schlangenförmige Körper lässt vermuten, dass es sich nicht um ein Säugetier handelt, indessen ist aber die wellenförmige Bewegung nach oben und unten typisch für ein Säugetier. Wir haben herausgefunden, dass es drei Kategorien von fremden Tieren aus Berichten gibt. Eine war schlangenähnlich, in der Form, wie John Andrews es uns berichtet hat. Eine andere mit einem langen Hals und ziemlich grobem Haar wie Kokosnussfasern. Von diesen berichtete eine Augenzeugin. Und eine dritte Kategorie, die ebenfalls einen langen Hals hatte, eine Mähne und manchmal Hörner und einen Kopf, der dem eines Schafes oder einer Giraffe ähnelte. Niemand, liebe Zuschauer, wird sagen, dass diese beiden kanadischen Biologen irgendwelche weltfremden Spinner sind. Inzwischen gibt es Vermutungen, die Stellersche Seekuh, die über 4 Tonnen gewogen hat, sei nicht, wie bisher angenommen, im vorigen Jahrhundert ausgestorben, sondern habe möglicherweise im Beringmeer überlebt. Doch kann man dieses friedliche Ungeheuer, das sich von Seetang ernährte und sich zum Schlafen auf den Rücken drehte, mit den als Monster geschilderten Seeschlangen überhaupt vergleichen? Keiner der bisherigen Augenzeugen war ein Maler. Aber es geht trotzdem aus den angedeuteten Zeichnungen und nach der Auswertung von Fragebögen deutlich hervor, dass da etwas ist, von dem wir bisher nichts Exaktes wissen. Das ist die Skizze von John Andrews' Beobachtung. Margaret Stout sah dieses im Jahre 1981 und David Miller sah ein solches Wesen auf der Discovery-Insel. Oft schon mag der Körper eines solchen Meeresungeheuers in die Hände von Menschen gefallen sein. Im September 1977 war ein japanisches Fischerboot unterwegs zur Ostküste von Neuseeland, als es in seinen Netzen einen unbekannten Kadaver schleppte. Das japanische Fernsehen war so interessiert daran, dass es ein Aufnahmeteam über den Südpazifik schickte. An Deck der Tsuyamaru sprach der Kapitän mit den Reportern. Am 25. April gegen 10.30 Uhr bemerkten wir etwas Großes, was sich in unseren Netzen verfangen hatte. Es war ein rotes, fleischartiges Objekt, das sehr stank. Wir wussten nicht, was es war, deshalb holte ich meine Kamera und meine Harpune. Leider wurde der Körper selbst wieder zurückgeworfen, aber Anfang 1980 kam einer der führendsten Experten des Fischereifanges zu einer Konferenz nach London. 1977年4月27日. Dies ist das gesamte Beweismaterial über das unbekannte Wesen, das am 25. April 1977 der Tsuyamaru ins Netz gegangen ist. Diese Fotos wurden von Mr. Yano von den Fischereibetrieben in Taiyo gemacht. Der hintere Teil des Körpers war verfault und wurde abgestoßen. Wie Sie hier auf diesem Foto sehen können, ist die Oberfläche des Körpers mit einer fettartigen Substanz überzogen. Das hier ist die Zeichnung von Mr. Yano, nachdem er das Wesen ausgemessen hatte.
Mir ist kein Fisch bekannt, der diese Form hat. Ich kann nicht sagen, um was für ein Wesen es sich hier handelt, aber ich kann Ihnen versichern, dass es uns vollkommen unbekannt ist. Tja, soweit der Professor. Man kann der Besatzung des japanischen Fischereibootes keinen Vorwurf machen, dass sie den unbekannten Kadaver wieder ins Meer warf. Sie hatte einfach Angst, das verwesende Ungeheuer könne die bereits gefangenen Fische verseuchen. Schließlich gehört es auch zu den Berichten über die sagenhaften Seeschlangen, dass sie ihre Opfer nicht nur würgen und verschlucken, sondern dass sie auch hochgradig giftig sein sollen. Aber diese Seeschlangen scheinen nicht nur in fernen Gewässern, weit ab jeder Schifffahrtsroute aufzutauchen. 1976 stießen die Fischer George Winnicombe und John Cox 45 Kilometer von der Küste von Cornwall auf ein solches geheimnisvolles Wesen. Alles geschah urplötzlich. Da sah ich in einiger Entfernung ein umgekipptes Boot am Horizont. Wir begaben uns dorthin, um nachzusehen. Als wir näher kamen, sahen wir, dass es kein gekentertes Boot war, sondern etwas, was wir bisher noch nie gesehen hatten. Es war schwärzlich und hatte eine Art Höcker auf dem Rücken. Man könnte sagen, dass es 5 bis 6 Meter lang war und ungefähr einen Meter aus dem Meer herausragte.